Herzlich willkommen zu dieser Videoreihe zum Thema grafische Benutzeroberflächen. Wir sind jetzt so weit, dass wir grob verstanden haben, was der Kunde von uns will. Und jetzt in diesen ersten Diskussionen mit dem Kunden sind wir relativ schnell aufgefordert, Entwürfe für die grafische Oberfläche zu machen. Grund ist jetzt nicht, dass das jetzt schon wirklich eine Reihe wäre. Also, wenn Sie andere Lehrbücher lesen, wird da durchaus empfohlen, jetzt relativ lange Requirements-Phase zu machen und erstmal zu sammeln. Vorteil aber, wenn wir jetzt relativ schnell in die grafische Oberfläche einsteigen und so erste Skizzen machen, also sogenannte Wireframes oder Papierprototypen, können wir uns relativ schnell mit dem Kunden über den Funktionsumfang unterhalten und die Software wird für den greifbar. Möglicherweise haben Sie es ja nicht mit dem Informatiker auf der anderen Seite zu tun, der für den Tagesgeschäft ist, dass er was entwirft und baut, sondern vielleicht ein Betriebswirt, der eine fachliche Vorstellung hat, aber mit so abstrakten Anforderungen oder gar mit UML-Diagramm nichts anfangen kann. Und deswegen machen wir jetzt hier relativ früh im Projekt die ersten Oberflächenentwürfe. Das ist inzwischen gar nicht mehr so einfach, wie ich auf den nächsten Folien kurz zeigen möchte. Hier auf der Folie sehen Sie einen Oberflächenentwurf, das lief real auf dem Solar Decathlon-Projekt 2010 in Madrid. Eine Zeit lang auch noch in unserem Solar Decathlon-Beitrag in Mietraching. Das ist die Gebäudesteuerung, speziell da die Lichtsteuerung. Was Sie da sehen, ist also ein Trend, der jetzt immer stärker geworden ist, also die stärkere Verbindung zwischen Realität und der IT, die Sie zur Verfügung haben. Also so, im Grunde so eine Art größeres cyberphysisches System entsteht dort. Das heißt, Sie haben IT, also sprich so eine grafische Touch-Oberfläche und Lampen und Teile des Gebäudes, die Sie damit steuern. Also sozusagen reale Welt und IT wächst immer stärker zusammen. Überschrift ist so ein bisschen diese rumspukt, diese cyberphysischen Systeme. Normalerweise ist ja immer noch was etwas Größeres gemeint, jetzt nicht nur so ein kleines Gebäude, aber das ist so ein erster Indikator. Zweiter Punkt, die grafischen Oberflächen sind reichhaltiger geworden. Hier mal drei Projektbeispiele aus Rosenheim. Auf dem Foto hier sehen Sie, ich fahre da mit der Maus mal hin, ist ein App, das wir gebaut haben. Da können Sie mit dem Smartphone Pizzakarton fotografieren und der scannt Ihnen sozusagen die Temperatur, die Pizza haben soll und die Backzeit und dann startet das Smartphone den Ofen in der richtigen Temperatur und mit der richtigen Laufzeit. Was Sie da sehen, plötzlich steuern Sie mit Fotos reale Gegenstände. Also Foto ist jetzt plötzlich ein Eingabemedium. Sehen Sie auch schon immer dann, wenn Sie QR-Codes scannen müssen. Oder wenn Sie Texte abscannen mit dem Smartphone und die OCR-Software läuft los und Sie haben plötzlich den realen Text im Smartphone drin. Zweites Beispiel, sehen Sie hier, das haben wir für einen IT-Dienstleister gebaut, einen ganz großen. Da sehen Sie sozusagen so einen Auto-Auswahldialog. Dieses Männchen ist eine Erfindung von einem Mitarbeiter von uns und mit dem Männchen kann man sich unterhalten. Das heißt, der versteht einfache Sprachbefehle. Und plötzlich haben Sie also ein Interface, wo Sie plötzlich Dialoge in realer Sprache machen müssen. Also die meisten werden inzwischen eine Alexa oder ein Google Home zu Hause haben oder sich mit ihrem Siri auf ihrem Smartphone unterhalten. Also solche Oberflächen sind plötzlich zu machen, wo plötzlich Sprache Eingabemedium ist. Oder wo auch plötzlich sie sich in einem dreidimensionalen Raum bewegen. Also in dem speziellen Beispiel mit diesem fliegenden Männchen hier, haben sie wirklich eine HTC Vive auf dem Kopf, also eine VR-Brille und können sich in einem dreidimensionalen Raum bewegen. Also das heißt, so VR-Lösungen sind immer stärker gefragt. Das hier oben, das ist so eine Head-Mounted Tablet. Man könnte das mit etwas Fantasie als Augmented Reality-Lösung auffassen. Oder einfach so auch als Interaktion zwischen IT und realer Welt. Dafür haben wir auch Anwendungen gebaut, dass sozusagen hier in diesem Display, ich fahre da mit der Maus rum, können Sie sozusagen IT einblenden, also eine grafische Oberfläche machen. Und hier ist eine Kamera dran, sodass Sie also auch Aufnahmen von der realen Welt mit reinfließen lassen können. Also auch da wird, Sie erkennen es vielleicht vom IKEA-Katalog, auch da ist ja sozusagen reale Welt und IT plötzlich vereinigt durch mithilfe dieser Augmented Reality-Technologien. Und Sie rendern sich damit zum Beispiel Ihr neues Sofa in die Wohnung, obwohl das eigentlich noch bei IKEA im Lager steht. Hier mal ein kurzer historischer Abbruch, das habe ich jetzt mal zusammengestellt für unser Buch, was jetzt demnächst hoffentlich irgendwann erscheint. Hier angefangen, ich fahre mit der Maus mal dahin, so in den 40er, 50er Jahren, wo also die ersten Computer gebaut wurden, also Z3 von Konrad Zuse beispielsweise oder die ENIAC.
Und so die ersten kommerziellen Systeme, die UNIVAC. Und da war die Schnittstelle noch ein Stapel Lochkarten oder eine Menge von Kabeln, wo sie sozusagen mit einer Menge von Kabeln das Programm gesteckt haben. Das, also eine klassische Batch-Schnittstelle. Also keine Interaktion, sondern nur wirklich nur Batch. Also Batch heißt ja Stapel von Lochkarten. Und wenn Sie dann in der Zeit weiterreisen, so ab Anfang, Mitte der 1960er Jahre, kamen zunehmend interaktive Systeme auf den Markt. Das heißt, da haben Sie plötzlich eine Shell gekriegt. Das heißt, Sie hatten ein Fenster, wo Sie was eingeben konnten. Also ähnlich wie die DOS-Shell, PowerShell oder Bash auf Ihrem Linux-System. Also das ging los mit diesen OS 360-Systemen Mitte der 1960er Jahre. Da gab es also diese damit kam eigentlich die Time-Sharing-Option auf und damit wurde sozusagen Multi Benutzerbetrieb auf so einer Maschine möglich und dann hatten sie quasi ab da, also spätestens ab 71 hatten sie dann wirklich eine Shell zur Verfügung, wo sie was eintippen konnten. Maus, Doug Engelbart hat die schon 1969 bei Xerox PARC erfunden. Die ersten Unix-Systeme kamen so in den 70er Jahren auf, also da hatten wir so als Schnittstelle wirklich die Kommandozeile, eine Shell. Grafische Oberflächen kamen dann später auf, so mit Xerox Star im Xerox PARC, so die ersten grafischen Oberflächen Anfang der 80er Jahre und der Apple Macintosh hat das Ganze dann sozusagen populär gemacht und im Laden kaufbar gemacht. Mit Windows ging es dann ungefähr Anfang der 1990er Jahre los, mit dem Windows 3.1, was auch das erste kommerziell breit verfügbare, auf PC-Hardware einsetzbare grafische Betriebssystem war. Dann blieb die Oberfläche aber nicht, also die Entwicklung nicht stehen. So ab Mitte der 1990er gab es dann den Palm Pilot, wo sie also plötzlich so ein Handheld hatten, mit dem sie also mit dem Stift oder mit ihren Fingern was eingeben konnten. Das ging dann weiter mit dem iPhone im Jahr 2007, wo sie dann wirklich mit Touch-Oberflächen arbeiten konnten. Also jetzt ist eigentlich kaum noch ein System zu denkbar, also auch selbst wenn sie eine Auto-Oberfläche bauen, wo sie kein Touch-Display haben. Dann ging es weiter, dass die Sprache als Eingabe kam und auch Elemente aus der realen Welt. Also das iPhone hatte schon so Sensoren, Lagesensor, Geosensoren und so weiter. Und ganz bekannt war die Nintendo Wii, da hatten sie so einen Knüppel in der Hand und ein System konnte dann die Position dieses Knüppels feststellen und dann konnten sie auch damit Sachen in dem Computerspiel fernsteuern. Also reale Welt, zunehmende Verbindung mit IT. Sprachinterfaces kamen dann 2010, 2011 mit Siri und später mit Alexa auf oder noch ein bisschen später mit Google Home. Und auch so diese Gestenerkennungssysteme mit der Kinect waren es ab 2010 verfügbar. Gibt es immer noch als Azure Kinect, können Sie immer noch kaufen. Und auch die VR-Hardware hat dann deutlich an Boden gewonnen mit der Oculus Rift. Oder wir haben jetzt sehr viele Projekte mit der Oculus Quest gemacht. Also das ist eine sehr gut verfügbare Hardware, mit der man gut arbeiten kann. Und jetzt geht es also von der einfachen Kommandozeilenoberfläche hin zu Oberflächen mit Sprachsteuerung, also Voice User Interfaces und zu Mixed Reality. Also es wird immer reichhaltiger und damit natürlich für uns auch schwieriger zu entwerfen. So, also das heißt, es ist anspruchsvoller geworden. Hier nochmal zur Wiederholung. Wie gesagt, Smartphones haben jetzt plötzlich ein umfassendes Verständnis von der Welt, in der sie sich befinden. Also sie haben eine Sensorik drin in dem Smartphone und zum Teil Aktuatorik über das Haus zum Beispiel, was sie über das Smartphone fernsteuern. Also sie haben Touchscreen mit Gestensteuerung, sie können Neigungssensoren drin, also sie können quasi die Position des Smartphones verwenden oder Bewegungen plötzlich mit dem Smartphone erfassen. Sie haben Geokoordinaten, sie können also das Smartphone im Raum orten, zumindest außerhalb ihres Hauses. Sie haben eine Kamera dran, also Sie können Augmented Reality damit machen. Sie können Fotos als Eingabemedium verwenden. Das hatte ich gerade schon in dem Beispiel von dem Pizzakarton dargestellt, also OCR-Code scannen. Sie können ja auch auf der Oberfläche halt den OCR-Code darstellen und plötzlich ganz andere Oberflächen bauen, dadurch, dass Ihr Smartphone uns so einen QR-Code darstellt und am Flughafen wird dieser QR-Code oder in der Bahn wird dieser QR-Code gescannt. Also auch da deutlich komplexere Interaktionen plötzlich möglich, deutlich mehr ist möglich durch die Existenz der Smartphones seit 2007 mit dem Aufkommen des iPhone. Sprachassistenten seit so 2010 bis 2015 ungefähr mit Alexa, Google Home oder Siri. Und auch da haben sie durch die im Hintergrund stehende Cloud-Dienste sehr viel mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel können sie ihr Haus jetzt mit Alexa-Diensten fernsteuern, dass das Licht angeht, wenn sie sagen, Alexa, knipse mal das Licht an, zum Beispiel. Und sie haben halt Augmented Reality, hat jetzt wieder eine Renaissance gewonnen durch diese Oculus-Hardware. Also Augmented Reality über Smartphone, Tablet oder Virtual Reality über spezielle Devices oder über so ein vors Gesicht geklebtes Smartphone.
Und plötzlich haben wir Oberflächen, die in der realen Welt stattfinden und wo sie plötzlich reale Gegenstände anfassen können oder wo sie sich in komplett virtuellen Räumen bewegen. Und sie haben natürlich noch um sich herum jede Menge vernetzte Devices, die wir jetzt plötzlich mit berücksichtigen müssen. Sprich, ihre Küche hat jetzt vielleicht so einen Home Connect, wie bei Bosch Siemens Hausgeräte. Also Smart Kitchen Hardware, wo sie dann plötzlich ihren Herd über ihr Smartphone steuern können. Oder wir haben jetzt jede Menge Kinderspielzeuge zu Hause, die eigentlich über Smartphone-Interfaces fernzusteuern sind. Und es ist sehr viel Sensorik im Feld verteilt, auch mit Technik wie LoRaWAN zum Beispiel, sodass sie also immer mehr reale Weltdaten in die IT reinkriegen. Also auch das ist ein anspruchsvolleres Entwerfen geworden, weil sie einfach mehr Daten zur Verfügung haben und die reale Welt näher an ihrer IT dran ist, als es noch vor einigen Jahren der Fall war. Und auch der Mensch als solches kann mehr von seinen Dingen, die er so tut und macht und äußert, als Eingabe für IT verwenden und die IT kann mehr Dinge als Ausgabe verwenden an den Menschen. Also die Schnittstelle ist deutlich breiter geworden, als sie noch vor gut 10 Jahren war. Und damit müssen wir natürlich umgehen, auch in der Spezifikation grafischer Oberflächen. So, weiter geht es dann damit, dass wir uns das überlegen. Wir könnten uns einen sogenannten Taskflow überlegen, also wie interagiert, in welchen Schritten interagiert ein Benutzer mit unserem System. Und die Schritte können halt, wie gesagt, Sprache, Touch-Eingabe, Mausbewegung, irgendeine Geste in der Luft oder sonst was sein. Und das überlegen wir uns im nächsten Video.